Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans. Mit mir Fred und wir sind heute in dem Rathaus Szene Account und ich muss ganz am Anfang sagen, dieser Clan, der Mami Clan, wird jetzt definitiv erstmal ein, zwei Wochen Pause machen. Es ist nur noch der Meli drin, also Kriterika aus dem The Return Clan, darf auch gerne noch drin bleiben. Ansonsten, ich brauche halt auch mal eine Pause, deswegen dieser Clan wird auf jeden Fall erstmal ein, zwei Wochen Pause machen. Danach ist er aber wieder offen für alle. Das dazu gesagt, also ich kündige es vorher an, offen für alle, könnt ihr wieder beitreten, aber jetzt auf jeden Fall erstmal ein kleiner vorgezogener Weihnachtsurlaub in diesem Clan, also nicht wundern. So, ich bin in diesem Account und habe mir den anderen Account geladen und ich habe ihn schon, ich habe ihn schon mehrere Male attackiert. Meinen Rathaus 13 Account und ich habe jedes einzelne Mal versagt. Und deswegen habe ich jetzt nochmal, also wir haben jetzt zwei Taktiken. Das eine ist Riesenhexenbowler. Das andere ist Lava Lunion. Ich weiß einfach nicht, ich glaube nicht, dass wir diese Basis, dass wir die Basis knacken können. Dass wir das Dorf meines Rathaus 13 das knacken können, aber wir können es ja mal probieren. Armeeschub wird etwas bringen. Ja. Heldentrank werden wir jetzt auch mal einschmeißen. Es muss ja irgendwie funktionieren. Wir müssen ihn irgendwie knacken. Ich habe noch eine Idee. Wir nehmen nämlich mal eben ganz schnell ein, zwei Stück mit. So, wir nehmen jetzt mal zwei davon weniger. Jetzt haben wir noch zwei davon, einen davon. Perfekt, so, das nehmen wir jetzt mal eben mit. Du wieder ausgebildet, haben wir auch. Und los geht es. Ich habe nämlich, pass mal auf. Ich weiß nämlich, dass hier in der Ecke... Wo war er denn? Nein, da war gar keiner. Warte mal, ich weiß, dass da einer ist. Oder? Nein, das, ich hab die falsche Base. Okay, Rückzug. Nochmal neu ausbilden. Ja, wenn man denkt, man hätte die andere Base. Und dann hat man plötzlich doch die CW-Base. Ja, so sieht sie aus. Und wir probieren das jetzt mal eben schnell. An der Seite machen wir schon mal so ein bisschen was weg. An der Seite setzen wir mal eben schon mal zwei Hexen. Die sollen auch schon mal was wegmachen. Und ja, dann geht's auch schon los. Dann geht's auch schon los. So, zack, 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 zack. Hexen hinterher, Könige hinterher, Königin hinterher. Zur Sicherheit schon mal. Da habe ich nämlich auch eben einen Sprung hingesetzt und das lief wunderbar. Das hat ganz wunderbar funktioniert. Ihr dürft nur nicht vergessen, wir haben keinen Warden. Wir haben keinen Warden. Nein, jetzt laufen die nach da. Jetzt laufen sie leider nach da rüber. König zünden. Schon mal einmal gefreezed. Oh, die Königin muss sich jetzt. Die Königin muss sich jetzt das Rad ausschnappen. Sonst haben wir keine Chance mehr. Die Königin muss sich das Rathaus schnappen, aber ansonsten könnte es gar nicht mal so schlecht aussehen. Okay, das Rathaus haben wir. 39%. Okay, das wird das erste Mal sein, dass ich mir einen Stern hole. Yes, wir haben einen Stern. Wir haben einen Stern, haben wir. 44%. Oh Gott. Oh Gott, einen Stern. Einen Stern haben wir. 44%. Es wäre noch, vielleicht wäre noch mehr drin gewesen. Ich weiß es nicht. 45%. Ah, ich weiß es nicht. Lebt da noch was? Nein. Hm. Aber das ist, es ist das erste Mal, dass ich jetzt einen Stern geholt habe. Es ist also theoretisch möglich. Es ist möglich. Wir probieren das nochmal. Ich habe eine Idee. Wir werden jetzt tatsächlich wirklich mal... Warte mal. Wir machen jetzt wirklich mal 1, 2, 3 Bowler weg. Oder zumindest mal einen. Das bringt uns noch 3 zusätzliche Lakaien. Warte mal, wir machen das anders. Wir werden noch einen wegmachen. Dann haben wir hinter 8 Lakaien. Weil ich nämlich das Gefühl habe, das Rathaus kriegen wir so oder so. Das ist so mein Gefühl. Das Rathaus kriegen wir, glaube ich. Das ist nicht so das Problem. Ich glaube, das Problem ist eher, dass wir am Ende noch ein... Oh, ja, dass am Ende noch vielleicht ein, zwei Pünktchen fehlen. Die wir vielleicht da noch kriegen könnten. Oder da. So. Jetzt da noch zwei hin. 1, 2. Oh, bitte sei nicht im Radius von dem Bogenturm. Dankeschön. Wir haben auch Zeit. Ich glaube nicht, dass es auf Zeit geht, dass wir jetzt, weil wir ja sowieso keine 100% holen, wir werden auch nicht in die Nähe kommen davon. Aber es könnte funktionieren. So, da, ja, holt euch noch die Bauhütte. Bitte die Bauhütte noch. Auf der rechten Seite. Ja, haben wir. So, hier dauert es ein bisschen länger. Wir haben ein bisschen mehr Trefferpunkte. Da oben ist auch noch einer zugange. Okay, da war eine Bombe. Also, beziehungsweise Luftfalle. Ja. Beziehungsweise eine Luftmine. Aber wir haben schon mal 15%. Das ist meine ganz normale CW-Base. Also, ich habe eine Clanburg, das ist meine ganz normale CW-Base. Hier ist ansonsten nichts geschummelt oder sonst was. Keine Sorge. Warte mal, wir nehmen ihn jetzt so. Zweite Ladung hinterher. Hexen hinterher.
Warte mal ein bisschen ab. Die Bowler sollen halt in die Mitte laufen. Komm, 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 lauft in die Mitte. Bitte, 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 Bowler, lauft in die Mitte. Lauft bitte alle in die Mitte. Bitte, 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 bitte. Reimt sich sogar. So, da einen Wut drauf. König zünden. Sprung drauf. Ich kann jetzt, glaube ich, alles auf einmal freezeln. Ja. Okay, die Königin läuft nicht richtig. Wir werden das nicht schaffen. Wir schaffen das nicht. Wir kriegen das Rathaus nicht kaputt. Oh, so knapp. Nein. Kommt, 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 kommt. Holt euch doch noch bitte das Rathaus. Komm. Hol dir noch das Rathaus, bitte. Ganz knapp. Komm, 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 komm. Oh, es ist so knapp. Es ist so knapp. Es ist so knapp. Hol dir doch noch. Ja, 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 noch. Ja, wir haben's. Oh mein Gott, wir haben's. Ich habe Rathaus 13 tatsächlich besiegt. Huh, das war aber knapp. Das war aber knapp. Eieieiei. So gerade eben auf der letzten Rille haben wir es noch geschafft. Aber jetzt würde ich mal sagen, wir nehmen auf jeden Fall noch den Bonus mit. Den Sternenbonus. Und ich will gleich Lavalunien mal noch ausprobieren gegen die andere Base. Bei meiner normalen Base, da habe ich mir echt die Zähne ausgebissen. Warte mal, mit was hatte ich das probiert? Mit Drachen und Loons, das ging komplett in die Hose. Also diese Taktik schien jetzt schon mal ganz gut zu sein. Alter Schwede, war das knapp. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir es hinbekommen. Und wie gesagt, es war eine ganz normale... Also ich meine, gut, klar, es ist eine Anti-3-Star-Base. Muss man dazu sagen, es ist keine Anti-2-Star. Trotzdem muss man sagen, als 10er war das jetzt schon nicht so ganz so einfach. Und es hat sich echt gelohnt, dass wir noch ein paar Lakaien mitgenommen haben zum Aufräumen. Das hat sich im Endeffekt auf jeden Fall bezahlt gemacht. Und jetzt würde ich mal sagen, wir machen einen kurzen Cut. Ich suche jetzt meinen Gegner raus. An dem werden wir uns jetzt nochmal eben austoben. Und dann werden wir gleich auf jeden Fall nochmal... Was werden wir probieren? Oh, den nehmen wir mit. Rathaus 11. Perfekt. Den nehmen wir mit. Und dann gleich werden wir nochmal Lavalunium probieren. Habe ich ja schon ausgebildet. So. Da können wir die Lakaien nämlich auch ganz gut ausspielen. Nach da, nach da, nach da und nach unten einen. Hat er eine Adler-Dev? Hat er eine Adler-Dev? Nein, leider nicht. Leider keine Adler-Dev für uns. Schade. Schade, 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 schade. Okay, die wollte ich nicht setzen. Ich wollte eigentlich die Riesen setzen. So, Hexen hinterher. Unser Königspärchen hinterher. Okay, diesmal warten wir mal wirklich ein bisschen ab. No, no, Bombenturm. Du wirst uns jetzt keinen Strich durch die Rechnung machen. Bombenturm, du machst uns jetzt keinen Strich durch die Rechnung. So. Die haben ja eigentlich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, wo sie jetzt hinlaufen können. Ja, doch, einige laufen doch in die Mitte. Das ist okay. Einige laufen in die Mitte. Ansonsten, brauche ich überhaupt die ganzen Freeze-Zauber? Ich meine, da setze ich mal den Sprung drauf. Da unten ist noch ein Magierturm. Wo setzen wir denn die Sprungzauber sonst drauf? Ich meine, es wird, glaube ich, ein... Ich glaube, es wird ein Overkill. Wir können uns, glaube ich, die Freeze-Zauber noch lassen. So, bisschen Loot noch dabei. Dann kann ich auch gleich mal irgendwann noch mal... Ich glaube, einen der Helden kann ich gleich noch machen. Ah, komm. Sonst habe ich die Freeze noch alle übrig. Das ist auch blöd. Dann werden wir sie wohl doch benutzen. Denn sonst passt das mit den anderen Zaubern nicht, die ich noch ausgebildet habe. Ja, ja, da noch einen drauf. Mal eben das Königspaar gezündet. Gegen Orzubek. Und dann müsste das laufen. Ich bin echt überrascht, dass wir 2 Sterne geholt haben. Wirklich. Bin wirklich überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht erwartet. Das war echt überraschend. Na gut, klar, ich habe natürlich auch meine Tripskis hier. Wir werden uns aber was anderes spenden. Und zwar, Moment, mal eben rüber auf mein Handy. Lohnt. Wut geht ja sowieso nicht, ne? Ich bin blöd, weil es ja nur einen Platz hat. Aber einen Felsenwerfer geht. Und jetzt werde ich mich schon mal herausfordern. Aber Heimatbasis, boah, die ist schwierig. Die ist echt schwierig. Wir gucken sie uns mal an. Die ist tricky. Die ist wirklich tricky. Für Rathaus 13, gegen Rathaus 13 ist die eigentlich ziemlich easy. Ist eigentlich keine gute Base. Ist ja auch die erste, die wir gebaut haben. Yo, das passt. Noch ein paar Lakaien. Jetzt haben wir 15 Lakaien, das passt. Ich bilde einfach für später nochmal was aus. Ruhig wieder unseren Klassiker. So. Passt auch. So, das passt auch. Das Einzige, was jetzt noch fehlt... Nee, es fehlt gar nichts mehr. Die Helden sind ready. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die beiden Lakaien. Aber für diese 5 Sekunden mache ich natürlich keinen Cut. Oh, da bin ich mal gespannt. Ich habe leider gerade einmal gefällt, muss ich doch einen Cut machen. Für diese 5 Sekunden mache ich natürlich keinen Cut. Weil ich aus Versehen den Lava-Hund gesetzt habe, anstatt des Ballons.
Ich weiß, dass da ein Tesla ist und ich weiß, dass hier auch ein Tesla ist und dass da auch Luftfallen sind. Allerdings sollen ja die Hunde die Luftfallen aufsaugen und nicht der Rest. So. Oh, da kam schon die erste. Ist aber noch okay. So, hinterher. 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 So. Eins, zwei, drei. Zack. Zack. Einmal gefreezed. Ziemlich viele Luftfallen. Du noch hinterher. Ja, dann müssen wir einfach mal gucken. Was wird passieren? Was? Leute, es ist gar nichts passiert. Es war ein kompletter Reinfall. Es war einfach mal ein kompletter Reinfall. Wir kriegen nicht mal einen Stern. Okay, das war einfach mal gar nichts. Das war gar nichts. Das war überhaupt gar nichts. Kann ich, muss ich. Boah, ich kann nicht weiterzumachen. Wir können ja mal die andere besten. Wobei, die will ich kommen. Wir testen es doch einmal aus. Das war überhaupt nichts. Wir können es gerne mal von der anderen Seite probieren. Aber das war ja null. Das war null nada niente, gar nichts. Wir machen das mal anders. Wir nehmen mal die Helden und machen da schon mal so ein bisschen, räumen schon mal so ein bisschen was auf an der Seite. So. Zumindest schon mal die ein oder andere Verteidigung weg. Da ist leider noch eine Luftabwehr. Die müsste ich eigentlich kriegen. Sonst ist das schwierig. Oh, da kommt schon eine Clanburg raus. Nämlich die, erinnert euch die Ballons von eben. Wo fliegen die denn jetzt hin? Hallo, Ballons. Bitte kommt in den Radius. Gehen sie kaputt oder gehen sie nicht kaputt? Ich glaube nicht. Oh, doch, 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 doch. Okay, der eine wird überleben. Der eine wird überleben. So. Die Frage ist jetzt, boah, wo fliegt jetzt? Wo fliegen die Hunde jetzt hin? Wo fliegen die Hunde jetzt hin? So. Einmal gefreezed. Zack. Zack, zack. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Aber wahrscheinlich werden wir wieder versagen. Oh, wir haben einen Stern, haben wir schon. Aber das war's. Das war's. Ein Stern. Immerhin. Immerhin einen Stern geholt. Kommt noch nach unten vielleicht? 28%? Luftabwehr noch unten? Na, nicht mehr ganz. Nicht mehr ganz gereicht. Ich habe auch noch einen Zauber übrig. Es ist schwierig. Es ist als Rathaus-Szene, es ist so schwierig. Aber ich würde mal sagen, jetzt haben wir es ja ausgebildet. Wäre jetzt ja Verschwendung, wenn ich jetzt nicht noch einen normalen Angriff damit machen würde. Deswegen suchen wir doch einen raus. Und ihr habt echt gesehen, mit Riesenhexen-Bowlern, wir hatten es so einfach. Oh, yes, Neuner, der so viel Loot hat. Perfekt. So, Feger sind da und da. Perfekt. Wir gehen von der Seite hier vor. Warte mal, wenn wir erstmal ziehen wir jetzt eine Bahn Loons. Zwei, drei. Restliche Loons hinterher. Felsenwerfer hinterher. Lockcoin hinterher. Eins, zwei. So. Da noch einen in die Mitte rein. Nein, die fliegen nicht dahin, wo sie hinfliegen sollen. Oh, da noch einen. Freeze. Wo können wir noch freezen? Da können wir noch freezen. Da kommt jetzt in die Mitte, kommt jetzt erstmal der. In die Mitte kommt jetzt definitiv erstmal der. Der Wutzauber drauf, aber es hat auch nicht viel gebracht. Ja, ich habe lange keinen Lavalunion mehr benutzt. Das sieht man auf jeden Fall. Das ist eine Katastrophe. Man sieht einfach nur die Base getränkt in Zauber und sonst ist einfach gar nichts passiert. Aber es reicht. Ist ja nur ein Rathaus 9er. Overkill, Overkill. Wir haben mal zumindest unseren Felsenwerfer behalten. Immerhin. Und haben noch ein bisschen Loot mitgenommen. Wenn ich mich nicht irre, müsste das jetzt auch reichen für den Sternenbonus. Bedeutet, wir können auf jeden Fall nochmal was ausbauen. Ah, schwierig. Ich glaube, als nächstes probiere ich mal Rathaus 9 gegen Rathaus 13. Aber das wird, glaube ich, nichts werden. Ich glaube, das wird nichts werden. Rathaus 10 war schon echt an der Grenze. Aber die Taktik hat funktioniert. Und das gegen meine ganz normale CW-Base. Da bin ich doch ein bisschen zufrieden. So, Sternenbonus. Schatzkammer. Jetzt gucken wir mal eben nach. Ich glaube, wir können einen Held oder eine Heldin machen. Hier ist Barbarenkönig. Okay. Barbarenkönig geht jetzt schlafen. Und dann sind wir am Ende von dieser Episode. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gebt gerne meinen Creator-Code MBF ein. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.